Seid gegrüßt, herzlich willkommen zum 16. Teil meines LEGO Coruscant Mocks. Letzte Woche habe ich das Dach des Schlafzimmermoduls abgeschlossen und euch einen Ausblick zum weiteren Vorgehen gegeben. Diese Woche starte ich ein kleines Unterprojekt, welches nächste Woche abgeschlossen werden soll. Und zwar möchte ich das Auto von Mon Mothma aus der Ender-Serie nachbauen. Das Auto ist eine Art Star Wars Version eines Rolls Royce bzw. eines Cadillacs. Nicht nur wird dieses Fahrzeug das imperiale Coruscant, welches ich letzte Woche erwähnt habe, hervorragend ergänzen, sondern auch hoffentlich meinen Kanal finanziell unterstützen. So will ich nämlich eine baubare Bauanleitung für dieses Auto erstellen und diese dann unter anderem auf Etsy verkaufen. An dieser Stelle möchte ich euch darum bitten, schnell meinen Kanal zu abonnieren. Danke im Voraus. Wie ihr erkennen könnt, sind bereits rund 90% aller Teile angekommen und eingebaut worden. Spätestens nächste Woche sollen aber alle Teile da sein, sodass ich das Mock abschließen kann. Nun, der Vorteil davon, einen Entwurf physisch nachzubauen, besteht darin, dass man vor dem Verkauf der Bauanleitung sicherstellen kann, dass das fertige Mock nicht auseinanderfällt. Ich muss sagen, dass das Mock momentan sehr stabil zu sein scheint und sich in der Hand wie ein echtes Lego-Set anfühlt. Disclaimer, das ist jetzt kein Marketing oder so. Im Laufe des Aufbaus fiel mir aber ein kleiner, aber doch ein sehr relevanter Fehler auf. Und zwar konnte ich die ursprünglich aufklappbare Tür nicht fertigstellen, da man den dunkelblauen Teil der Tür nicht mit dem Glas verbinden konnte. Dies hat dazu geführt, dass ich mir ein anderes Design der Tür überlegt habe, das ich euch nächste Woche zeigen werde. Beim Rest des Mocks gibt es aber keine Probleme, sodass ich nun Schritt für Schritt die Karosserie zeigen werde. Um die Form bestmöglich wiederzugeben, habe ich mich sehr stark an den Referenzbildern aus der Show orientiert. Die Challenge bestand darin, einen Kompromiss zwischen der Vorlage, den Funktionen und dem Maßstab des Fahrzeugs zu finden. Schließlich muss es nicht zu groß sein und in die Coruscant-Umgebung passen. Als Ausgangspunkt habe ich die beiden Antriebe vorne genommen. Hier bestand die Herausforderung darin, die Turbinen sowohl trapezförmig wie auch stabil zu bauen. Die fertige Variante ist die bestmögliche, auf die ich persönlich nach gefühlt 5 Stunden ausprobieren kann. Die Seiten des Fahrzeugs wurden abgerundet. Es fehlt aber noch eine ganze Reihe an Slopes unten, wie ihr es hoffentlich erkennen könnt, denn hierfür müssen erstmal die notwendigen 1x2 Brackets ankommen. Das Cockpit des Fahrers wurde so gebaut, dass eine Minifigur Platz hat, das Armaturenbrett hat diverse Hebel und Tasten. Wie auch in der Serie gibt es auch hier eine Trennwand zwischen dem Fahrer und dem Innenraum des Autos. Das Cockpit hat ein Glaselement aus der Speed Champion Reihe, das gut befestigt ist, obwohl es nur an 2 Noppen festgeklemmt wurde. Das Auto hat, wie bereits erwähnt, eine aufklappbare Tür, die in den Innenraum führt. Hier ist der Raum ebenfalls so gebaut worden, dass eine Minifigur Platz hätte. Im Inneren ist das Auto weiß lackiert und hat alle Details, die mir so in der Serie aufgefallen sind. Einerseits hat man das beige Sofa, auf dem bis zu 2 Minifiguren Platz haben. An der Wand befindet sich ein Thermaldetonator, der den Knopf darstellen soll, mit Hilfe dessen man mit dem Fahrer kommunizieren kann. Vor dem Sofa befindet sich ein schwarzer Monitor, bei dem ich stark davon ausgehe, dass es sich um einen Fernseher handelt.
Nun zum hinteren Teil des Fahrzeugs. Wie ihr erkennen könnt, hat das Fahrzeug hinter der transparenten Glasscheibe einen Kofferraum. Hier hätte man tatsächlich genug Platz, um etwas hinzulegen. Der hintere Teil wurde mittels diverser Slopes schön abgerundet. Zum Schluss möchte ich noch die Rücklichter ansprechen. Hier wurde ebenfalls eine relativ kreative Technik verwendet, um ihre Form bestmöglich wiederzugeben. Festgeklemmt wurden die Rücklichter ebenfalls mit einer unkonventionellen Technik. Nämlich sind diese nicht ein Bestandteil des Fahrzeuges, sondern wurden einfach getrennt gebaut und seitlich mittels Fliesen festgeklemmt. So, nun bin ich am Ende des Videos angekommen. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zum Auto habt, teilt mir gerne diese in den Kommentaren mit. Ansonsten würde ich euch darum bitten, mich zu unterstützen, indem ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.